Ich fange mit dem Bleistift an auf Papier, zumeist ein Papier, das durchsichtig ist, damit ich, wenn ich etwas gezeichnet habe, die nächste Lage davon profitiert, dass ich das, was ich will, übernehmen kann. Um etwas zu verstärken und ihm Farbe zu geben, vornehmlich mit diesem einen Filzschreiber, es ist der absolut beste, aber kurzlebigste, den es gibt. Der wird sehr schnell stumpf, aber macht einen schönen schwarzen Strich. Und den gibt es zum Glück auch in Rot, in Gelb, in Grün und in allen möglichen anderen Farben. Ich zeichne nicht mit dem Computer. Ich kann es auch nicht und muss zu meiner Genugtuung feststellen, dass ich das mit der freien Hand auch schneller kann als mit dem Computer, wenn ich das könnte. Das sind also fast alle Skizzen, weder im Büro noch bei mir zu Hause, sondern ausschließlich in Ferienorten oder Ferienhotels entstanden sind. Es ist auch die adäquate Atmosphäre, so eine, so frei von Zwängen oder frei von Telefonstörungen oder allen anderen Dingen, die nun mal in einem Büro ereilen, etwas entwickeln zu können und das mit entsprechender Entspannung. Und da ist ja heute... Da wir heute in einer Bilderwelt leben, begegnen einem schon beim Durchblättern von anspruchsvollen Büchern so viele Motive, die einem die Anregung bieten oder auch Blick in die offene Landschaft, vor allem in die Industrielandschaft. Chongqing ist, das weiß fast niemand, die größte Stadt der Welt mit 32 Millionen Einwohnern. Eine Stadt, so groß wie die Schweiz. Aber was bekannt ist, ist, dass von Chongqing alle Schiffe, die diese Schluchten und die Kraftwerke im Yangtze besichtigen wollen, losfahren. Und deswegen gibt es da Situationen, wo da hunderte von Schiffen liegen. Und deswegen ist das Schiff die Metapher für Chongqing. Die Metapher ist ja eine bildliche Übertragung dessen, was man von einem Ort oder einer Gegebenheit oder einer Situation im Bewusstsein hat. Und das, was typisch für eine Oper ist, wenn es eine große Oper ist mit einem kleinen und einem großen Saal, gibt es zwei Bühnenhäuser und jedes Bühnenhaus hat ein Oberhaus. Und das guckt immer oben raus. Und das zu übernehmen, führt eben genau zu dieser Analogie. Nehmen wir mal an, die steht einfach auf der Erde. Ja? Dann gibt es zwei Säle. Und das ist die Hauptbühne und das ist die Oberbühne. Das ist der nächste Saal. Und das hier ist der Zuschauerraum, da sind die Ränge. Und hier ist auch der Zuschauerraum mit den Rängen. So, jetzt, das ist der Rohling. Nun muss das Ding eine Hülle haben. Die Fassade kann auch nicht gerade sein, aber sie kann auch schräg sein. Nochmal schräg sein. Und sie kann hier, wo es hochgeht, einen solchen Hut bekommen. Und dann ist diese Analogie zu dem Schiff fast für jedes Kind erkennbar, soweit es hier an der Elbe wohnt und Schiffe gesehen hat.
insofern ist die, ist diese die Idee, etwas in Analogien auszudrücken, in bildlichen Analogien der Kultur sehr bekannt. Also es gibt viele metaphorische Bedeutungen in China. Und für das, für dieses Dialogpaar Sonne und Erde gibt es zwei Figuren. Die Erde ist ein Quadrat und die Sonne ist ein Kreis. Wenn man das symbolisch transformiert, wird fast von jedem Chinesen sofort verstanden. Das war ein Wettbewerb, wo die Regierung sich ein Parlamentsgebäude gewünscht hat. Das nehmen wir, greifen wir auf, und wir greifen eben diese Metapher von Erde und Sonne auf und haben dieses Gebäude dort entworfen. Das ist auch inzwischen gebaut. Man lernt nach einer gewissen Zeit, wenn man viel entworfen hat, dass bestimmte Dinge wichtig sind, die man zuerst entscheiden muss, und andere Dinge unwichtig sind oder weniger wichtig, die man später entscheiden kann, und ganz unwichtige, die man auch noch anschließend adaptieren kann. Wichtig ist in jedem Fall immer, vom Wichtigen ins Unwichtige sich vorzuarbeiten. Das erste ist das Bedürfnis nach Einfachheit, Selbstverständlichkeit, Funktionalität, Gebrauchstüchtigkeit. Zum Zweiten die Erkenntnis einer Balance zwischen Vielfalt und Einheit. Das Dritte ist die Erkenntnis oder besser gesagt die Analyse unserer Umwelt selbst und ihrer Bauweise, wobei man ja wissen muss, dass das meiste von der Natur geschaffen wird und nicht von Menschen. Und die Natur ihre Gesetzmäßigkeiten bis ins Kleinste hat. Und zu guter Letzt ist es die Unverwechselbarkeit, also das Gesicht jedes einzelnen Gebäudes, ihm eine Identität zu verleihen, die charakteristisch ist, sich jedoch verträgt mit der Nachbarschaft, also mit der gewünschten Einheit. Es kommt nicht selten vor, dass in dem Try-and-Error-Prozess, also wo man nur einfach nur Gedanken versucht, skizzenhaft festzuhalten, sich so diese Stapel von Skizzen bildet, und dann guckt man abends nochmal alles durch und sagt, das war da nicht doch was dabei, und dann findet man was. Das ist, also das könnte man einen iterativen Prozess nennen, da kommt man wieder auf etwas zurück, und das ist also ein geradlinigen Ablauf von A nach B, wie bei einem Messband, was Sie vorhin hier hatten, gibt es beim Entwerfen nicht. Übrigens ein Geheimnis für jemanden, der Mühe hat, gerade Striche zu ziehen. Wenn Sie einen richtig geraden Strich machen wollen, dürfen Sie ihn nie gerade ziehen, sondern müssen immer wackeln, dann wird er gerade. Das gleicht es aus.